Alles, wovon ich bis jetzt gesprochen habe, sind die Basics, die man auf jeden Fall drauf haben muss, wenn man mit YouTube anfangen will. Wenn ihr da einige Sachen nicht drauf habt, dann lasst YouTube bzw. erlernt das erst, bevor ihr anfangt. Das muss alles stehen und dann könnt ihr mit YouTube anfangen. Die nächste Frage ist dann, könnt ihr es euch leisten, YouTuber zu sein? YouTube frisst extrem viel Zeit, sehr, sehr viel Zeit und zahlt sich erst spät oder vielleicht auch niemals aus, finanziell gesehen. Mein Zeitmanagement bis noch vor kurzem, also bis vor einem halben Jahr ungefähr, war so, dass ich täglich ca. 5 bis 6 Stunden für YouTube aufgebracht habe, um Videos zu machen. Wenn ich Videos machen sage, meine ich wirklich von der Aufnahme bis zum fertigen Upload, Betitelung, alles drum und dran. Marketing, Suchmaschinenoptimierung, mit der Community werkeln, mit den Leuten in Kontakt sein und so weiter und so fort. Da hängt man extrem viel Zeit rein. Das ist die Frage, die da eben im Raum steht. Könnt ihr euch das leisten, so viel Zeit aufzubringen für etwas, was sich möglicherweise niemals finanziell auszahlt? Wenn euch an der Stelle, sei direkt nochmal gesagt, wenn euch Videobearbeitung keinen Spaß macht, wenn das für euch scheiße ist und ihr darauf keine Lust habt und das halt macht so, dann lasst es direkt, macht kein YouTube, weil das ist 80% der Zeit, die mit YouTube zu tun hat, verbringt ihr in der Videobearbeitung. Also ihr müsst sehr gerne Videos bearbeiten wollen, können, dürfen, sollen, tüdel. Wenn ihr all diesen Anforderungen entspricht und gerecht werdet, dann ist es aber noch lange nicht gesagt, dass ihr wirklich ein erfolgreicher YouTuber werdet. Timing und Strategie ist alles. Man macht keinen Kanal und wird dann durch Glück plötzlich berühmt, wie das manche sagen, man muss Glück haben, wer, bla bla bla, pipapo. Viele Leute, deren Strategie ist folgendes, die bauen auf ein Spiel. COD, Battlefield, Minecraft. Es gibt so viele Leute, die allein jetzt durch Minecraft, nur durch Minecraft groß geworden sind. Wenn ihr euren Kanal um ein Spiel aufbaut und wirklich dieses Spiel komplett bearbeitet, beherrscht und so weiter und Infos dazu liefert, bla bla bla, dann kann das ein riesiger, riesiger Vorteil für euch sein. Und wenn das Spiel dann, wie zum Beispiel bei Battlefield, wenn jetzt Battlefield 5 rauskommt und ihr seid direkt am Start und könnt alles darüber berichten, nicht nur Gameplay, sondern auch über Neuerungen, ihr macht Tutorials, Infos und Gameplay und Commentaries, bla bla bla, dann kann das euren Kanal übelst in Schwung bringen. Wenn ihr jetzt ein riesiger Solitär-Fan seid und saugerne Solitär macht und alles Unmögliche um Solitär und hin und her, ihr wisst das Kartenspiel, ne? Und Tutorials und Pipapo, dann könnt ihr da so gut sein, wie ihr wollt. Dieses Publikum, das ihr da erreicht, ist nie im Leben so groß wie zum Beispiel das Publikum, das ihr mit Minecraft erreicht. Also wenn ihr mal überlegt, wie viele kleine Kinder und was weiß ich und alle spielen Minecraft, was ihr da für ein riesiges Publikum haben könnt, erreichen könnt. Das hat auch wieder was mit Limitierung zu tun, ne? Wenn ihr irgendein No-Name-Spiel spielt, das überhaupt keine Fans hat, das euch zwar gefällt, aber es kennt sonst keiner, dann werdet ihr auch nicht gefunden, weil es kein Schwein sucht. Es kann also eine sehr gute Idee sein, euren Kanal um oder auf ein Spiel aufzubauen. Es gibt natürlich auch sehr viele YouTuber, die viele Spiele spielen, die einfach Commentaries machen von ganz, ganz vielen Spielen oder einfach viele Spiele benutzen, um das zu machen, was sie machen. Das ist natürlich deutlich schwerer, diesen Weg zu gehen, da ihr euch nicht auf den Erfolg des Spiels verlassen könnt, sondern ihr müsst euch auf euch verlassen. Das Wichtigste, was im Mittelpunkt steht, seid ihr. Euer Charakter muss wirklich extrem gut sein. Ihr müsst es einfach drauf haben, die Leute zu bannen. Die Leute schauen nur wegen euch dann diese Videos. Viele große YouTuber haben auch mit einem Spiel angefangen und sobald sie dann etwas größer geworden sind, haben sie dann gewechselt und haben dann ganz viele Spiele genutzt, um dennoch noch diesen anfänglichen Erfolg eines Spieles noch mit sich zu ziehen. Aber wenn ihr das eben nicht machen wollt und einfach euch selbst ins Rampenlicht stellen wollt, also auch zum Beispiel was macht komplett ohne Spiele, Vlogs oder so, dann kommt es nur auf euch an. Ich nenne jetzt einfach mal einen großen Namen, PewDiePie zum Beispiel. Kein Schwein schaut PewDiePie, weil er Spiel XY macht oder so. Man schaut ihn, weil er ist. Und jetzt sage ich euch einen kleinen Namen, der Dumbabla, genau das versuche ich natürlich auch. Ich will einfach, dass ich geschaut werde. Dass ihr reinschaut wegen mir, nicht wegen dem Spiel, was ich mache, sondern wegen der Art, wie ich drauf bin und sowas. Wenn ihr euren Kanal auf einem Spiel aufbauen wollt, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass ihr diese ganzen verschiedenen Spiele bzw. Bereiche im Auge habt. Wenn ihr jetzt mit einem Spiel anfangen wollt wie Battlefield 3 oder Battlefield 4, da gibt es schon so viele wirklich große YouTuber, die diesen Bereich schon voll abgedeckt haben. Oder zum Beispiel auch Minecraft. Da ist es sehr schwer für euch, da noch irgendwas zu reißen, denn diese großen YouTuber haben eben schon ihre Fanbase. Warum sollten diese Fans bei euch reinschauen, wenn es das doch die ganze Zeit schon in guter Qualität woanders gab? Also ihr habt dann keine großen Chancen, dass ihr gesehen werdet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel COD machen wollt, dann müsst ihr dann da schon irgendwie herausstechen, wenn ihr COD-Commentaries macht. Ihr müsst besonders sein. Das, was ihr macht, muss besonders sein oder ihr müsst es einfach besser machen als andere, in einer höheren Qualität zum Beispiel. Manchmal hört man Leute dann erzählen oder sie schreiben auf Facebook über Gronkh zum Beispiel und sagen, oh geil, Gronkh, der spielt den ganzen Tag und verdient damit sein Geld. In diesem Gespräch, wenn ich da mitreden würde, dann ne, schmunzelt man und hin und her. Aber eigentlich, also wenn ihr wirklich auch damit Geld verdienen wollt, dann ist das Spielen an sich wirklich nur ein sehr geringer Teil von der Arbeit, die ihr macht, für die ihr
ihr Geld bekommt. Vielleicht 10% oder 15%. Die meiste Zeit am Tag werdet ihr damit verbringen, Videos zu bearbeiten, Videos zu sortieren, Marketing, Thumbnails erstellen, Titel erstellen, die richtigen Tags wählen, E-Mails und PNs beantworten und vor allem auch die Zusammenarbeit mit anderen YouTubern ankurbeln und da Sachen ausmachen, was man so starten könnte. Kommen wir nun zum Verdienst. Der Verdienst hängt wirklich von sehr vielen Variablen ab, unter anderem auch in welchem Land ihr wohnt, wie das mit eurem Netzwerk, falls ihr eins habt, geklärt ist. Viele sind ja in einem amerikanischen Netzwerk, da ist es natürlich anders geregelt wie in einem deutschen Netzwerk und hin und her. Diese ganzen Kleinigkeiten, auf die man achten muss. In Amerika verdient ihr jetzt zum Beispiel 1,4 bis 2 Dollar pro 1000 Klicks. Das hängt ja natürlich wieder davon ab, wie euer Netzwerk das vergütet, in welchem Revenue Share Model ihr seid und so weiter und so fort. Also selbst die Länge des Videos macht auch einiges aus. Man kann es eigentlich so gar nicht ganz genau sagen. Ihr müsstet dann erst ganz genau mit den Informationen rüberkommen, wie ihr vergütet werdet und sowas. Das darf man aber wiederum nicht machen, da ihr eine Verschwiegenheitserklärung unterschreibt oder mit unterschreibt mit dem Vertrag. Also ihr überhaupt gar nichts über interne Abkommen des Netzwerks sprechen dürft. Leider lassen diese Zahlen eben wirklich nicht viel Raum für kleine YouTuber, um viel Geld, ausreichend viel Geld, mit ihrem Channel verdienen zu können. Sagen wir mal, ihr macht ein Video und braucht dafür ungefähr 8 Stunden. Das Video erreicht 20.000 Klicks. Da bekommt ihr dann mit dem Durchschnitts-CPM von 1,7, das ist im Moment in den USA zumindest so recht gang und gäbe, da bekommt ihr ungefähr 34 Dollar. Damit steht man in Amerika gar nicht so schlecht, in anderen Ländern bekommt man sogar etwas weniger, da kann der CPM bis auf 1 runterfallen. Das heißt, ihr verdient 20 Dollar mit einem Video, für das ihr 8 Stunden gebraucht habt und das 20.000 Klicks erreicht habt. Und dann müsst ihr noch bedenken, dass ihr Geld zurücklegen müsst für die Steuern. Ihr müsst ja steuerliche Abgaben zahlen. Das sind dann ungefähr 6 Dollar. Das heißt, ihr habt 14 Dollar, die ihr ausgeben könnt. 14 Dollar für 8 Stunden Arbeit.